und willkommen zurück in der Welt von Morrowind. Hui! Mit unserem frisch ausgestatteten Ritter Rost hier. Und ja, und ich würde sagen, wir lassen uns von der Tür aufhalten. Nein, wir quatschen unten mal mit der Bardame. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Ja, aber ich werde es versuchen. Nee, mit dir sprechen wir nicht. Vielleicht. Ich glaube zwar nicht, dass die irgendwelche. Warte mal, wir quatschen sie einfach mal aus. Weinbrand, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass die uns ein Quest gibt. Vielleicht eher. Bestimmten Ort, bla bla bla. Diebesgilde, auch nichts. Quatschen wir doch mal mit ihr. Auch nichts. Er sieht doch so aus, als ob er vielleicht einen Quest für uns hat. Aber nein, hat er nicht. Dienste. Bestimmtes. Keine Okkult. Genau, da können wir uns. Ach so, die Iqua. Östlichen Ende der Hauptstraße, die verkauft Sachen zum Heilen. Können wir uns bei dem ausbilden lassen? Nein, können wir nicht. Hier unten könnten wir ein paar Dinge mitgehen lassen. Gut, der Rest interessiert uns jetzt nicht. Die Krickenseife ist ganz gut. Treutwachs ist natürlich auch cool. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner runter. Rote Flechte. Hundefleisch. Igitt. Igitt, Igitt, Igitt. Da ist nix. Ein oller Löffel brauchen wir auch nicht. Da ein Quarma-Ei brauchen wir nicht. Was ist das? Auch nichts wert. Da ist auch nichts. Hier haben wir wieder Krekenseife. Krekenseife. Und vielleicht sollten wir. Vielleicht sollten wir den Mondzucker doch mal hier ablegen. Dann können wir doch. Da war vermutlich nichts. Ja, denke ich auch. Dann können wir doch bestimmt mit ihr handeln. Gut, wir legen das Goma mal hier unten ab. So, handelst du jetzt mit uns? Ja, tut sie. So, und wenn ich ihr jetzt. Wie viel Geld hat die denn überhaupt? 400? Wenn ich ihr jetzt ihr eigenes Treutwachs kann ich ihr sogar verkaufen. Das ist natürlich praktisch. Grief kauft sie auch. Das ist schön. 210 können wir auf 220 vielleicht hochgehen. Das geht nicht. Ah, Feilschen hat sich verbessert. Das ist schön. Ja, und andere Dinge hier brauchen wir ja nicht. Ich weiß nicht, ob uns hier irgend so ein Schnaps heilt. Ich habe keine Ahnung. Und ich will immer Escape drücken. So, und jetzt müssten wir ja schon zwei haben. Gut, hier gibt es keine Quests für uns. Das ist mehr als merkwürdig. Reichtum ohne Grenzen wünsche ich. Danke, ich dir auch, mein Freund. So, gucken wir mal bei Mebistien. Grüß dich. Der auch noch was zu jeder hat. Ah, ja, geil. Eine Silberstreitaxt. Cool. Vulkanglasfeil. Mein Gott. Der hat ziemlich coole Sachen. 1 bis 20, 1 bis 11, 1 bis 3, 1 bis 2, 1 bis 11, 1 bis 3. Ich glaube, die Silberstreitaxt wäre für uns wahrscheinlich am sinnvollsten, weil. Ja. Weil wir damit natürlich auch
dann gegen Geister kämpfen können. Und er hat Stahlhandschuhe. Das ist natürlich auch cool. Und Stahlbeinschienen sogar. Es wird ja hier immer besser. Dann, warte mal, nehmen wir die mal weg. Nehmen die hinzu. Nehmen die Stahlbeinschienen, Handschuhe brauchen wir gar nicht, haben wir ja schon. Haha. Gut, brauchen wir eigentlich nur die Hose. Stiefel wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber damit kann er uns hier nicht dienen, so. Können wir unsere Hose auch gleich hier verkloppen, wo ist sie denn? Die haben wir auch schon? Okay. Ja, gut. Dann fehlt uns eigentlich nur noch der Harnisch, ne? Ja. Fehlt nur noch der Harnisch und die Stiefel. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber so sieht man, wie aufmerksam ich bin. Das ist echt furchtbar. Gerüchte. Auch nix. Rombeerwein. Aha. Ja, ja, du bist ein Händler, das ist... sehe ich. Okay. Das bringt uns alles nicht viel. Die Silberstreitaxt können wir so gleich ausrüsten. Sprecht nur. Hallo. Nur wolltet zu. Ihr etwas? Ja, ist ja gut. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Und bringt uns enorm weiter, was die Geisterjagd angeht. So, jetzt hätte ich doch dann jetzt mal ganz gerne hier eine Quest irgendwie, ne? Ach, das Licht, schön. Hier, er sieht doch... Ja. Möchtet ihr etwas? Gut, gehen wir mal hier gucken. In der Festung Pelagiat. Der Drache, bekannt aus Skyrim. Hauptmann der Wache. Sprecht nur. Ja. Nur zu. Ja. Abenteuer liegen jenseits der Städte. Eine Orkfrau. Kaiserlicher Kultaltar. Ordo Legionis, das kann man wieder lesen, wenn man mag. 500 Tränke des Segen erbitten, brauchen wir nicht. Der heilt uns von Krankheiten, das ist... Mögen eure Schlachten nur im Sieg enden. Ein Stahlkürers. Geil. Ah, die Ikfa. Cool. So, hat denn die Ikfa hier Genesungstrank? Müsste eigentlich Genesungstrank sein, ne? Gegen Pest, Lähmung, Krankheit. Lebenstrank oder Genesungstrank, was ist es? Ich weiß es nicht. Wollen wir einfach mal alles kaufen? Wir machen einfach mal einen Trank-Großeinkauf hier. Immer runter geht das. Ja, wunderbar. Sehr schön. Haben wir ein paar Tränke und sind bald überladen. Obwohl, es geht noch. So, der Hauptmann, mit dem quatschen wir gleich. Ach so, warte mal. Abenteuer liegen jenseits der Städte. Hat sie eine Stahlkürers? Ja, hat sie. Geil. 26, 20. Ach, die sind sogar besser hier, die Schulterplatten der Kaiserlichen. Okay. Dann sollten wir die vielleicht nehmen. Erstmal weg mit dem, dann dafür... Dafür den Stahlkürers. Geld haben wir ja noch ein bisschen. Dann, mittel, schwer, schwer. Nehmen wir uns diese und diese. Verkaufen dafür diese und diese. So. Gehen nochmal 5 runter. Funktioniert nicht. Die ist ein harter Brocken. Funktioniert gar nicht. Ui. Und das zieht sie auch sofort an. Das ist immer das Coole bei Morrowind, wenn man jemandem was verkauft. Dann zieht er das meistens sofort an. Ob jetzt nützlich oder nicht, egal, er zieht es einfach an.
So. Ritter Rost mit seinem T-Shirt oben. Was leider nicht die Arme bedeckt. Finde ich blöd. Eigentlich hätte ich gerne unsere Arme bedeckt. Naja, egal. Wir können hier schön entspannt langlaufen, haben jetzt eine schöne, dicke, fette Rüstung. Und quatschen mal mit dem Hauptmann der Wache. Der uns anscheinend auch nicht großartig irgendwelche Quests geben kann. Es sieht... Bleibt in Bewegung. Es sieht nicht danach aus. Nee. Okay. Wir kriegen hier echt keine Quests. Was soll denn das? Hallo? Wer bist du? Okay. Gerüchte, auch nix. Hämmer sind nur schöne. Wenn ihr ein Experte im Umgang mit Kurzwaffen seid. Ja, gut, ist eigentlich auch. Er hat eigentlich recht. Wir sollten diese Schmiede immer wahrscheinlich nur kaufen und dann einfach benutzen, als die jetzt hier rumzuschleppen. Doch, ist das cool. Was ist das? Ist das... Was ist das? Irgendeine Farm? Das da hinten? Ist das Vivek? Ich glaube, das ist sogar Vivek. Krass das ist, ne? Man kann echt mit diesen Mods jetzt so weit hier in die Gegend gucken. Das ist echt der Wahnsinn schlechthin. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist einfach echt der Wahnsinn. Da bekommt das Ganze echt gleich ein anderes Feeling. Früher ging das nicht. So, warte mal, ist hier was drinne? Ist was drin? Ziemlich viel Blödsinn. Okay, die bekommen wir nicht auf. Kannst du knicken. Aber was mich echt stutzig macht, ist, dass wir hier keinen einzigen Auftrag bekommen. Das ist mehr als merkwürdig. Eigentlich wird man hier mit Aufträgen eigentlich überschüttet oder mit Quests. Normalerweise. Und bei den Quests muss ich auch noch was sagen. Wenn wir die nicht lösen können, dann können wir die nicht lösen. Weil ich es wirklich vermeiden möchte. Endlich etwas Interessantes. Oh, danke. Weil ich es echt vermeiden möchte, in die Lösung zu schauen oder irgendwie zu googeln. Bleibt in Bewegung. Na klar, das lassen wir nämlich sein. So, aber jetzt können wir ja... eigentlich mit unserer Silberaxt mal in so ein Ahnengrab gehen und das mal ausprobieren. Hi. Sprecht nur. Nur zu. Schicken Arschnitt hast du. G.I. Joe hier. Nee, wir gehen mal in so ein Ahnengrab und probieren das mal aus. Da war doch hier irgendwo eins. Und da stand auch noch irgendwo so ein Typ rum. Ich glaube, der könnte uns vielleicht eine Aufgabe geben. Etwas zu tun, einen Inhalt in unserem Leben hier. In dieser Welt, in dieser gefährlichen Welt. Und die Quicksaves sind natürlich enorm wichtig. Und wir laufen echt verdammt langsam, wenn man so normal läuft. Warte mal, wenn ich... Gut, man könnte jetzt Q nutzen. Dann läuft er automatisch. Kann ich mir einen Finger sparen, bringt aber nichts. So, Andrano Ahnengruft.
Da gibt es mit ziemlicher Sicherheit irgendwelche Geister, Zombies, Dämonen, Leichen. Da ist der erste. Und wir können ihm... Jawohl. Wir können ihm Schaden zufügen. Das ist sehr schön. Der hat jetzt nichts. Aber die Leiche hat was. Ein Krummsäbel und... Extravagant Pants. Aha, ziehen wir ihm auch noch die Hose aus hier. Aber... Die lassen sich gut verkaufen. Okay, hier kann man spenden. Mitten in der... super gefährlichen Ahnengruft. Dahinter ist etwas. Oh oh. Hallo? Gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Aber geschafft. Hier merkt man, das Kampfsystem ist auch eine Sache für sich, aber da werde ich vielleicht auch noch schauen. Da gibt es ja auch so ein paar Mods für. Ob wir uns das Kampfsystem vielleicht ändern? Ich weiß es noch nicht, was ich davon halte. Aber was ich jetzt tue, ist, ich kippe mal so einen Genesungstrank. Und den kann man tatsächlich dafür nutzen, sich zu heilen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zwar auch nur sehr kurz, aber besser als nix. Denn ohne Lebensenergie sind wir hier ja bekannterweise aufgeschmissen. Ist wie im echten Leben. Ohne Lebensenergie geht nix. Ein weiteres Skelett mit einem Pfeil und einem Bogen. Hat sich verbessert, das ist schon mal ganz gut. Da ist noch einer, hat er vielleicht mal eine richtige Waffe? Ja, hat er. So. Aber die liegen recht schnell um. Und die Dinger sind sehr schwer. Ja, die sind sehr schwer und wir sind bald überladen. Was ist das? Silberdolch. Da sag ich nicht nein. Das können wir alles schön verkaufen. Nordische Kriegsaxt. Zweihändig. Ja. Jetzt braucht man jetzt nicht unbedingt. Also, und wiegt auch 30. Das ist echt... Boah, Alter. Wir sind so überladen. Wir sind echt... so überladen, dass ich hier einfach mal, um unsere Schmiedefertigkeit hochzutreiben, mal alles versuche zu reparieren. Dann bekommen wir weniger Gewicht und ja, steigern die Fertigkeit. Aber auch extrem langsam. Richtig langsam. Da geht's noch weiter runter. Meine Güte, es ist ganz schön groß hier. Hier lauert nichts, ausnahmsweise. Schön. Was haben wir da? Nur ein paar Draken und Korkwurzel. Ghoulherz. Okay. Meinetwegen nehme ich auch. Ist 150 wert. Kann man gut verkaufen. So, nochmal ein Trank. Dafür gibt es auch Kurztasten, also Shortcuts. Mal, das müsste so gehen, genau. Ich weiß aber nicht, ob man da Tränke drauflegen kann. So, das lassen wir zu. Vorerst. Und wir treffen doch ganz gut. So, dafür haben wir keinen Platz mehr. Nein, nein, er hat uns... Er hat uns mit irgendeinem Zauber beschmissen.
der uns Dolch des Ermessens. Okay. Und ein Buch. 36 Lehren des Vivek. Ohne Rüstung. Zack. Zack. Mitnehmen. Den. Ja. Wert 6 kann man sich eigentlich sparen. Gajulan, Knochenhelm. Den würde ich an sich gerne mitnehmen, denn er ist 165 wert. Machen wir auch. Dafür haben wir noch Platz. Trank rein. Schön geheilt. Quick Save. Dann geht's weiter hier. Die erkunden wir jetzt noch. Zu Ende. Ist hier nochmal ein Geist? Nein. Aber noch ein Buch. Da liegt noch was. Eisendolch. Brauchen wir nicht. Alma Lexias Erzählungen. Zack. 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 Brauchen wir nicht mitnehmen. Ist auch schwer. Und nur 25 wert. Das können wir uns sparen. Ganz im Ernst, da war nix. Ach, was habe ich das lang nicht mehr gespielt, Jungs. Jungs und Mädels. Ich bin echt... hellauf begeistert. Da waren wir. Da waren wir auch. Weil ich das echt so lange nicht mehr gespielt habe. Da waren wir noch nicht. Ist noch ein Skelett. Au. So, hinfort. Hinfort. Violetta, Kopf. Ach, und Dreutwachs. Und Feuersalze. Und nix. Mensch, hat sich an sich gelohnt. Haben wir ein paar tolle Sachen gefunden. Jetzt nicht besonders nützlich für uns, aber wir können sie verkaufen. So, und ich glaube, mit weggesteckter Waffe laufe ich schneller. Ja. So müsste es eigentlich sein. Und da hat sich auch Athletik verbessert, weil wir gelaufen sind. So, komm, dann verbessern wir Akrobatik auch mal. Axt hatte sich eben verbessert und Athletik, ne? Ich glaube, es zählen wirklich nur die. Also hier Akrobatik und sowas, glaube ich, zählt damit nicht dazu. Was natürlich schade ist, aber ja. So, gehen wir mal zurück und verkaufen ein bisschen was. So, ab 8 da unten haben wir auch noch eine Höhle. Das ist echt super mit der Sichtweite, ne? Das ist einfach... Ich finde das einfach nur super. Erkennt man dann sofort die Höhlen. Adiana, Adana. Ach, hier haben wir auch noch was. Anasi. Gut, gehen wir hin. Gehen zum Waffenschmied. Er hat auch unseren Helm auf. Können wir ihm nämlich das verkaufen, den Silberdolch verkaufen wir, die nordische Kriegsaxt verkaufen wir, die Langbögen ebenfalls, den Stahlstab, und er hat auch 700 Draken, ich will mal Gold sagen. Die Schuhe kauft er natürlich echt nicht und die Hose auch nicht, das ist blöd. Naja. Kauft er hier so ein Hohlherz, will er auch nicht. Gut, gehen wir mal 195, macht er das? Macht er, sehr schön. Sehr schön! So, dann nochmal auf zu dieser Dame hier. Zu der Dame, die eigentlich ein Mann ist. Der kauft uns das Ding ab und der kauft bestimmt auch das. Und der kauft doch auch bestimmt das Ghoulherz und die Lehren des Vivex kauft er bestimmt auch. Das kauft er, das kauft er. Mein Gott. Der kauft echt alles hier. Für uns.
natürlich nur von Vorteil. Hoch. 25 wollte ich. Tut er auch. Sehr schön. Ich dachte gerade, er hätte keine Hose an. So. Ihr solltet nicht hier sein. Was? Das ist ganz schön frech. Mein Freund, ganz schön frech. Sollte nicht hier sein. Zieh dir erstmal eine Hose an, dann reden wir weiter. So. Oh, ist das hell. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier in diese Richtung und suchen uns mal den Typ, den wir letztes Mal gefunden haben. Da unten sind Krabben. Falls er denn noch da ist. Hui. Das ist furchtbar. Man will sich immer hüpfend durch die Gegend bewegen, weil man sich das irgendwie so... Das ist wie ein Instinkt, der sich in mir festgesetzt hat. Weil früher habe ich mich auch immer nur so hüpfend fortbewegt. Hatte dann natürlich immer auch keine Ausdauer, sobald es zum Kampf kam. Das war auch immer schon ganz klar, weil die regeneriert sich ja sehr, sehr langsam. So, da hinten ist jemand. Will dieserjenige kämpfen oder ist er lieb? Das werden wir jetzt rausfinden. Oder zumindest in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.